Guten Tag. Mein Name ist X8. Ich komme vom Planeten Nibiru. Ich komme für friedliche Mission. Ich bin gekommen, für ein Visum zu holen. Ja, lieber Herr X8, erst herzlich willkommen hier bei uns auf der Erde. Da habe ich gleich mal zwei Anmerkungen zu machen. Ich bin gekommen für friedliche Mission und ich bin gekommen für ein Visum zu holen, ist falsches Deutsch. Zweitens, Punkt und Komma werden im Deutschen nicht mitgesprochen. Ich bin gekommen, für das verstanden zu haben, Ausrufungszeichen. Ohne Ausrufungszeichen. Satzzeichen werden nur gedacht. Ich bin gekommen, für das zu verstehen. Doppelpunkt. Sag mal, Alfred, gleich reicht's. Okay, du bist gekommen, um ein Visum zu holen. Ich bin gekommen, für ein Visum zu holen. Klammer auf. Also. Klammer zu. Schnauze jetzt mal, Ausrufungszeichen. Ich bin gekommen, für ein Visum zu holen. Sehr gut, dieses Mal ohne Satzzeichen. Bindestrich. Alfred. Ja, wollen wir die Szene jetzt spielen, ja oder nein? Ja, Herrgott, nochmal. Komm gut. Das UFO bitte. Hallo. Mein Name ist X8. Ich komme vom Planeten Nibiru. Sag mal, weil UFO die Sitzheizung zu hoch getreten. Nee, ich hab's, das UFO ist von VW. Sie haben mich vielleicht gar nicht reinkommen hören. Ich kam von hinten rein. Du kommst vom anderen Stern, echt? Ich kam in friedlicher Mission. Da bin ich beruhigt. Sind Sie auch in friedlicher Mission unterwegs? Aber natürlich, ich bin ausschließlich in friedlicher Mission unterwegs. Was machen Sie beruflich? Ich bin gelernter Beamter. Das ist keine friedliche Mission. Wir sind gekommen, um die Erde zu bevölkern. Oh, da gibt es allerdings seit gestern eine neue Regelung. Wer hier einreisen möchte, muss zunächst ein Visum zum Wieso, Weshalb und Warum beantragen. X8 versteht nicht. Ich habe die richtigen Unterlagen hier. Ich werde Ihnen das jetzt einfach mal erklären, lieber Herr X8. Das Visum zum Wieso, Weshalb und Warum enthält alle Informationen, die der Statthaftigkeit dienen. Ob dem Visum stattgegeben werden kann, statt es erst gar nicht stattfinden zu lassen oder die Stattfindung gar in der nächsten Stadt statt in der übernächsten Stadt statthaft zu erstatten. Sie statten jetzt erstmal dem Innendienst vom Außenministerium einen stattlichen Besuch ab. Reisekosten mit Ihrem UFO werden innerhalb von 6 Wochen erstattet. Es sei denn, man gestattet Ihnen direkt in der Innenstadt stattlich vor Ministerium zu parken. Ich komme doch nicht in friedliche Mission! Aber lieber Außerirdischer, wollen Sie denn nicht reinkommen? Meine Frau Gertrud hat extra für Sie mit eingedeckt. Nein, ich sag mal kein Bio. Ich sag mal kein Körnerfraß. Ich sag mal kein Salat. Ich sag, fährt jetzt zum Oberamt von Alfred Klausen. Da gibt es außerirdisch guten Hackbraten. Dankeschön!